Servus miteinander. Heute geht's auf zu meinem vierten Videoblog daheim in Bayern. Meine persönliche Gebrauchsanweisung für alles Mögliche, was wir in oder über Bayern wissen wir. Am Wochenende war ich bei meiner Freundin in Dingolfing. Am Dingolfinger Kirche. Bayerns letzte Wiesen. Ey, echt, ich bin fertig mit allem. Aber das sieht man nicht, gell? Ja, und wieso man das jetzt sieht, das werde ich euch jetzt erzählen. Biermaske, mein Geheimtipp für den Tag danach. Malzschrott, eine Getreidemühle, Schlagsahne, Bier, Bierhefeflocken und einen Pinsel. Und was sonst noch braucht, das habt ihr bestimmt in der Küche. Also in Malzschrott und die Bierhefeflocken, die gibt es normal in der Drogerie. Ich habe halt jetzt die Malzschrott von der Brauerei mitgenommen, weil wenn ich schon dann aber, warum sollte ich den nicht mitnehmen? Also von dem Malzschrott, da tut jetzt 2 Esslöffel in die Getreidemühle rein. Und dann tut es erst einmal klein mahlen. Geht am Anfang ein bisschen hart, aber das wird dann schon super. So. Na schon. Also wirklich geschmarrt jetzt, okay. Genauso soll es auch schauen. Von der Schlagsahne tut jetzt einfach 4 Esslöffel in der Schüssel rein. So. Aufpassen, dass nichts verschützt. Sonst schimpft Mama oder Tante Moni. Wunderbar. Und jetzt kommt das Bier. Das darf natürlich auch nicht fallen. Und da tut jetzt einen Esslöffel mit dazugeben. Gott sei Dank bloß einen Esslöffel, weil der Rest, der muss von innen wirken. Mein Schlummertrunk, der brodelt jetzt am Herd vor sich hin. Und wir machen jetzt da weiter. So, mit einem Schneebesen und rühren das Ganze mal gescheit um. Zudem kommt natürlich noch was dazu. Und zwar die Bierhefeflocken. Zweimal. Und 2 Esslöffel von dem, was ihr gemahlen habt, in der Getreidemühle. Und das wird jetzt auch wieder gescheit verrührt. Meine Biermasken ist fertig. Ja. Wenn es schön macht. Bevor wir jetzt das auftragen, müssen wir natürlich erst einmal die ganze Schminke und ja, alles einmal runter machen. So, die ungeschminkte Wahrheit. Wow! Okay. Dass das Öl von den Öltüchern dann von der Haut ein bisschen weg ist, nehme ich jetzt ein lauwarmes Wasser und ein Geschirrdeckel. Und da quasi das Gesicht ein bisschen anfeuchten. Wunderbar. Jetzt kann es losgehen. Ihr nehmt einen Pinsel und einen kleinen Spiegel und tragt einfach die ganze Sache ins Gesicht auf. Es riecht zwar kreislich, aber vielleicht schmeckt es ja besser. Solange es die Masken einwirkt, mache ich mir meinen Schlummer-Erkältungstrunk. Aber nie wärmer als 40 Grad machen, weil sonst wirkt es einfach nicht mehr und es schmeckt dann nicht so besonders gut. Merk schon. Biermasken von außen, das Erkältungsbier von innen. Es wirkt. Und wirkt und wirkt. Ihr merkt schon, wenn die Maske fertig ist, weil die spannt dann irgendwann und es fängt zum Bröseln an. Dann ist genau perfekt. Meistens ist es immer wegen so
Ja, bei mir war es ungefähr eine Viertelstunde drauf und jetzt waschen wir es einfach mal runter. Schaut es euch nochmal an, jetzt wasche ich es nämlich auch noch mit kaltem Wasser. Jetzt brauche ich bloß noch meinen Schönheitsschlaf. Also macht es gut bis nächste Woche. Super. Wir sind eins. ARD.